Die Gäste aus St. Pölten lagen gegen das AK Vorarlberg U16 schnell mit 1:0 in Front. Baumgartner traf bereits in der 7. Minute und die in Rot-Weiß spielten Gäste auch in weiterer Folge spielbestimmend. Baumgartner wenig später erneut mit viel Platz. Diesen Schuss parierte Vorarlberg-Keeper Eichhübel aber glänzend. Nach knapp einer halben Stunde dann erstmals die Vorarlberger mit einer richtig guten Szene. Der Freistoß lang in den Strafraum. Mathis kam zum Abschluss, der Ball aber geblockt. Wenig später erneut die Hausherren, dieses Mal über die linke Seite. Tartarotti mit der Flanke, Zotele stieg am höchsten und traf per Kopf. Neuer Spielstand im Waldstadion Feldkirch 1:1. Die Vorarlberger in weiterer Folge mit mehr Drang nach vorne. Bjelica zunächst mit dem guten Antritt, dann mit dem super Zuspiel auf Tartarotti, sein Schuss aber am Tor vorbei. In Halbzeit 2 dann zunächst ebenfalls die Vorarlberger mit der ersten Chance. Der Freistoß von rechts, der Visevic übernahm die Kugel direkt, der Ball aber klar am Tor vorbei. Die Gastgeber nun sehr gut in der Partie und mit diesem schnellen Konter. Mathis auf und davon, dann mit dem Querpass, Tartarotti mit dem Abschluss, aber St. Pölten-Keeper Jud parierte glänzend. Nach einer knappen Stunde dann plötzlich wieder die Gäste. Nakicevic im Strafraum allein gegen die gesamte Vorarlberger Defensive. Der Ball wurde abgefälscht und fand den Weg ins Tor. St. Pölten lag wieder in Front, neuer Spielstand 1:2. Nur wenig später wieder die Niederösterreicher, erneut Nakicevic, diesmal rollte die Kugel aber um Zentimeter am langen Eck vorbei. Die Vorarlberger ließen sich aber nicht unterkriegen und kamen ebenfalls zu Möglichkeiten. Bjelica hier mit dem Freistoß, Jud ließ die Kugel fallen, Pasqualini schob den Ball aber knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug einmal mehr der starke Baumgartner am Ball, sein Pass auf Nakicevic, der fackelte nicht lange und St. Pölten führte mit 3:1. Noch gaben sich die Vorarlberger aber nicht geschlagen, das AK U16 hier mit dem Freistoß durch Grujicic. Der Ball senkte sich gefährlich, Jud klärte aber. Dann wieder die Gäste, erneut Baumgartner mit dem klugen Ball in den Strafraum, Müller mit dem guten Abschluss, aber Vorarlberg-Keeper Eichhübel mit der noch besseren Parade. In der Nachspielzeit dann ein weiteres Mal die Hausherren, Tartarotti mit der schnellen Drehung und dann mit dem Schuss aus der Ferne, ein super Tor. Neuer Spielstand nur noch 2:3, dies war gleichzeitig aber auch der Endstand. Ich sage generell, erste und zweite Halbzeit waren nicht zufriedenstellend. Es gibt mehrere Gründe, nicht nur einen Grund. Ich habe sicher 4-5 Gründe parat. Einer ist sicher auch, wir haben heute wieder mit 3 Nationalspielern gespielt, österreichischen Nationalspielern. Die haben letzte Woche noch 6 Spiele absolviert. Ein Spieler 6 Spiele, in einer Woche ein Spieler 5 Spiele und der dritte hat 3 Spiele absolviert. Die Masse an Spielen ist extrem und ich sage ganz ehrlich, dass das nicht so leicht ist, wenn man 3 Spieler auf dem Feld hat, die wo letzte Woche in der Nationalmannschaft sehr viele Spiele absolviert haben, wichtige Spiele und ihnen auch ein bisschen die geistige Frische fehlt. Und wenn geistige Frische fehlt, fehlt auch natürlich die Spielintelligenz und andere Komponenten. Und ja, da müssen wir Abstriche machen im Moment, ist bitter, aber es ist leider so. Ja, man kann eigentlich nicht wirklich, man kann nicht zufrieden sein mit dem Spiel heute. Wir haben sehr viel den Ball gehabt, aber haben im Spielaufbau einige bittere und unnötige Fehler gemacht, und dann sind wir in schnelle Konter gelaufen, die wir dann zu wenig aggressiv und unkonsequent verteidigt haben.